Also von daher, wenn Sie jetzt hier an diesem Tisch heute Abend allen Ernstes behaupten, dass die Welt besser wird ohne Religion, lesen Sie noch mal die Geschichte durch, ja, von den letzten, vom 20. Jahrhundert. Das war ein satanisches Requiem, das war's. Lieber Giuseppe, herzlich willkommen an der Hochschule Heiligenkreuz. Danke, dass du da bist. Du bist ja jetzt hier, weil du einen Vortrag an der Hochschule halten wirst. Und ich freue mich sehr, dass ich dich auch für ein Gespräch kurz einladen konnte. Du bist Kommunikationsberater, du bist Journalist. Das ist ja eigentlich ein spannender Widerspruch, könnte man sagen. Als Journalist ist man ja dazu berufen, Dinge kritisch zu hinterfragen, den Fehler im System sozusagen zu suchen. Und als Kommunikationsberater geht es darum, eine Sache gut darzustellen oder zumindest gut zu kommunizieren. Wie gehst du damit um? Also ich würde so sagen, der Journalist ist spezialisiert auf Systeme außerhalb seiner selbst. Er erzählt Geschichten oder Fakten zählt er auf zu anderen Dingen, also zum Beispiel zur Politik, zur Wirtschaft, zur Kultur. Aus der Sicht des Journalisten sind das externe Faktoren und die erklärt er dem Leser oder der Leserin, dem Zuschauer. Der PR-Berater macht umgekehrt das System Medien zu seinem Inhalt und erklärt das seinem Kunden, wie das System Medien funktioniert und versucht so zu kommunizieren oder dass der Kunde so kommuniziert, dass die Medien es auch so aufnehmen, wie der Kunde das gerne hätte. Das würde ich so formulieren, dass der Unterschied wesentlich zwischen PR und Medienarbeit, wobei sich heute die Grenzen leider verwischen. Also bei vielen Journalisten weiß man gar nicht mehr, machen die jetzt PR für die Linksgrünen oder machen sie Berichterstattung. Und bei vielen PR-Beratern fragt man sich oft, sind die jetzt eigentlich auf der Seite ihrer Kunden oder lassen sie sie absichtlich an die Wand fahren. Also hat sich ein bisschen verschoben, finde ich, das Gewicht. Und du warst vor allem bei zwei Bischöfen ja Kommunikationsberater, hast deswegen erlebt, auch wie die Kirche in der öffentlichen Wahrnehmung dasteht, wie ein Bischof zum Beispiel auch wahrgenommen wird. Was hattest du da für Erfahrungen? Was ist es an der Kirche, was ihren Verkaufswert sozusagen ausmacht, wenn man das so bezeichnen darf? Und wo liegt vielleicht auch ihre Schwäche? Ja, das hängt zusammen. Also die Hauptbotschaft der Kirche, dass die Liebe stärker ist als der Tod und dass der Tod eben nicht das letzte Wort hat, geht immer wieder unter in diesen politischen, sekundären Fragen. Ob das kirchenpolitische Fragen sind oder gesellschaftspolitische Fragen sind, das geht immer unter. Und das ist zugleich die Schwäche und auch die Stärke der Kirche, dass sie sozusagen immer untergeht mit ihrer Kernbotschaft, weil die Kernbotschaft nicht gehört wird. Das ist ja, es setzt einen Empfänger voraus, der überhaupt noch ein Organ hat für Überweltliches. Und das ist eben die Schwierigkeit heute, weil in einer völlig säkularisierten Konsum- und Produktionswelt ist es sehr schwer davon zu sprechen, dass es überhaupt so etwas gibt wie eine spirituelle, eine geistliche, eine überzeitliche Welt. Man sieht es an den typischen Vorwürfen. Der Glaube sei nicht zeitgemäß zum Beispiel, oder? Da drin steckt ja schon das Vorurteil, dass etwas zeitgemäß sein müsse, was mit Glauben zu tun hat. Ich sage dann, ja, natürlich ist es nicht zeitgemäß. Es ist gottgemäß. Und Gott steht über der Zeit. Also das ist eigentlich logisch. Dort sieht man schon das Problem. Und die Schwäche der Kirche ist, dass sie, ich glaube, die Führung zumindest erlaubt, dass das Evangelium und die Kirche und die Botschaft der Kirche aus dem Licht der Zeit beurteilt wird, statt das Ding umzudrehen und die Zeit aus der Lichtquelle des Evangeliums zu deuten, wie das der Auftrag eigentlich wäre. Also ich sehe fast keine Diözesen mehr im deutschsprachigen Raum, die wirklich versuchen, unsere Zeit aus der Sicht des Glaubens zu erklären. Wie ist dir das eigentlich klar geworden, dass da quasi auch der Kern einer Chance drinsteckt, dass das eine Botschaft ist, dieses Überzeitliche zu betonen? Wann ist dir aufgefallen? Wie ist dir aufgefallen? In den letzten Jahren eigentlich so. Ich habe ja 10, fast 12 Jahre eigentlich im Schützengraben. Die Bischöfe werden immer angegriffen. Und irgendwann ist mir aufgegangen, dass diese Angriffe in Wirklichkeit nicht auf die Person oder auf die Institution gehen, sondern auf die Struktur, auf die sakramentale Struktur. Damit meine ich das Unverfügbare. Wenn du alle Sakramentalien nimmst, also die Ehe zum Beispiel nimmst, dass die unverfügbar ist, dass man eben nicht verhandeln kann und dass sie einfach gültig ist, bis man stirbt, wenn einmal gültig geschlossen. Ja? Das ist natürlich das nervt. Eine Spießergesellschaft, die sich alles verfügbar machen will. Das ist ein Stachel im Fleisch der Spießbürger. Und dann wird das angegriffen. Das Gleiche gilt für die Kirche selbst. Das ist auch ein Sakrament. Und das wird auch angegriffen, weil es nicht verfügbar ist. Es entzieht sich unserer Verfügung. Und dann ist mir das aufgegangen und habe ich gedacht, ah, das ist eigentlich wunderbar, weil das ist ja die Kernbotschaft des Christentums. Es gibt Unverfügbares, das kommt von Gott.
Und wir sind nur dazu da, es zu erklären. Natürlich friedlich und freundlich, nicht aggressiv sein, aber deutlich. Friedlich, freundlich, du wurdest einmal, das habe ich in meinen Recherchen gesehen, als katholischer Hooligan bezeichnet. Ja. Wenn man dir aber so begegnet, bist du eigentlich sehr ruhig und gefasst. Was macht sowas mit dir? Freust du dich darüber? Nein, ich freue mich nicht. Es sind Versuche, Personen fertig zu machen oder charakterlich abzuqualifizieren mit so Etiketten. Immer wurde auch gesagt, homophob und reaktionär und all diese Dinge, irrational und so. Das ist einfach der Versuch, nicht über die Sache zu sprechen, sondern über die Person, die man nicht mag. Und die Strategie, sage ich, ziemlich erfolgreich, auch in der Politik. Statt dass man darüber redet, was die Person gesagt hat und ob das vernünftig ist, redet man darüber, ob die Person eine gute Person oder eine schlechte Person ist. Das heißt, im Fußball würde man sagen, man geht auf den Mann, nicht auf den Ball. Und im Fußball ist das ein Foul. Wenn Sie sehen in der Zeitlupe, es ist ein, ich gehe direkt auf den Fuß und hau den weg, statt den Ball versuchen zu bekommen, ist es ein Foul. In der öffentlichen Diskussion ist es leider noch kein Foul. Man kann Beispiele machen. Ja, wenn jemand in der Talkshow, habe ich gemacht, auftritt und sagt, ich finde die Ehe für alle in der Kirche keine gute Idee, ja, dann wird nicht geantwortet, warum es doch eine gute Idee ist, sondern du bist dann eben homophob. Punkt. Das war's. Wie gehst du damit um? Ich versuche das dann, wenn ich öffentlich bin, dem Zuschauer zu erklären, was hier gerade passiert. Haben Sie jetzt gehört, ich versuche ein Argument auf den Tisch zu bringen. Man möchte das Argument gar nicht erst diskutieren, weil man Angst hat, es zu diskutieren. Und deswegen geht man auf mich los als Person, damit Sie auf mich nicht mehr hören. Das ist das Ziel, dass Sie nicht mehr hören, was ich sage. Das ist überhaupt erst das Ziel. Und das ist das Interessante, dass es heute Dinge gibt, von denen man nicht will, dass man sie weiterhin hört. Und ich bin da, damit man sie weiterhin hört. Also ich versuche das so dann zu erklären, oder? Und ich habe mal einem Bischof in einer Trainingseinheit gesagt, schauen Sie, wenn Sie angegriffen werden, wenn die Kirche angegriffen wird für das, was sie nicht verfügbar macht, ist das eigentlich ein gutes Zeichen. Weil das bedeutet eben, dass es wichtig ist. Also die Kirchen, die sich von der Kirche abgespalten haben, die Denominationen, die interessiert eigentlich niemand. Die werden auch nicht mehr groß angegriffen. Das ist nämlich nicht wirklich nicht wichtig, oder? Das ist eigentlich, das sollte man schon auch irgendwo merken, dass die Angriffe etwas sagen über unsere Zeit, dass man etwas Relevantes darstellt. Das gilt übrigens auch für den Zölibat. Solange der angegriffen wird, ist es schon ein Zeichen, dass eine spießige Bürgergesellschaft sich das auch noch einverleibt. Also sie werden sich eigentlich alles einverleiben. Heute ist ja Konsum- und Leistungslogik. Also Optimierung und Konsum, also die Optimierung der Leistung und die Optimierung des Konsums. Das ist eigentlich das Dogma der Zeit. Ist sehr banal. Und mit Konsum meine ich nicht nur Produkte, sondern auch Menschen. Beziehungen werden konsumiert. Erlebnisse werden konsumiert. Alles wird konsumiert. Und dieser Konsum wird optimiert. Das ist unsere Zeit. Und die Kirche könnte hier Wichtiges dazu sagen. Könnte sagen, du bist mehr wert als der ganze Jahrmarkt, in dem du da bist. Und genau, das ist ja eine positive Botschaft. Ich nehme an, dass viele Katholiken vielleicht auch davor zurückscheuen, weil sie eben dann persönlich angegriffen werden, wenn sie in der Öffentlichkeit zu dem Glauben stehen, zur Glaubenspraxis. Aber du schaffst das. Du hast da gar keine Angst, irgendwie auch dann anzeigen, wenn du die katholische Sicht auf die Dinge vertrittst. Ja, also ich möchte es nicht verharmlosen. Es kostet dich etwas. Es kostet einen Preis. Also gewisse Sachen sind dann nicht mehr möglich. Also du kannst wirklich Karriere kannst du nicht mehr machen in der Medienwelt. Du bist erledigt als traditioneller Katholik, als der ich mich bezeichne. Du bist in der Literaturszene, ich schreibe ja Romane, da bist du eigentlich mehr oder weniger erledigt. Wenn du kein Linker bist, ist ganz einfach. Und den Preis muss man bereit sein zu zahlen. Das ist so, ja. Angst habe ich natürlich nicht, weil ich weiß, dass die Lehre der Kirche eigentlich im Kern vernünftiger ist als der ganze Zeitgeist Unsinn und hilfreicher für den Menschen. Und auch ein Geschenk. Das ist ein Geschenk, ja. Das du ja auch entdeckt hast. Denn du warst ja früher auch eher im liberaleren, progressiveren Milieu, nicht wahr? Ich war Marxist. Ah ja. Ich war Marxist, also als ich jung war. Für mich war Religion ein Opium fürs Volk oder vom Volk. Und deswegen hast du vielleicht auch keine Berührungsängste mit Null. Ja, ich weiß ja, wie die denken. Ja, ja, ja. Und ich weiß auch ihre Denkfiguren alle eigentlich. Ich kann das relativ
Und ich bin ziemlich gelassen im Gespräch. Ich denke, kürzlich hatte ich eine Abendgesellschaft in der Schweiz, in Zürich, und das war ein älterer Intellektueller, den ich, ein bekannter Schriftsteller, ich sage jetzt keine Namen, und der saß da eben ein bisschen entfernt von mir am Tisch, und da habe ich immer wieder aus der Ecke heraus gehört, ja, alle monotheistischen Religionen sind Unsinn, und die wollen nur die Sexualität der Menschen kontrollieren, und das Machtapparat und all dieses Zeug. Und dann habe ich irgendwann, also ich hatte keine Lust eigentlich zu streiten an diesem Abend, es war eine schöne Veranstaltung, und dann habe ich irgendwann aber eingegriffen und gesagt, war alles, was Sie jetzt gesagt haben, über, dass man die Religion abschaffen müsse, damit es eine bessere Welt gibt, das hat der Stalin so gesehen, das hat der Hitler so gesehen und das hat auch der Mao so gesehen, und das Resultat war nicht besonders toll, etwa 180 Millionen Tote. Also von daher, wenn Sie jetzt hier an diesem Tisch heute Abend allen Ernstes behaupten, dass die Welt besser wird ohne Religion, lesen Sie noch mal die Geschichte durch, ja, von den letzten, vom 20. Jahrhundert. Das war ein satanisches Requiem, das war's. Und dann hat er gesagt, Sie können doch nicht alles reduzieren und so. Und ich, doch, Sie haben das getan. Und übrigens, also Allah und der Gott Mose und Jesu, das ist nicht das Gleiche. Man kann nicht einfach die monotheistischen Religionen sagen und so weiter. Also ich musste das irgendwie, und das Interessante war, nach diesem Anlass kam dann der Gastgeber zu mir und hat gesagt, es ist gut, dass du etwas gesagt hast. Wir waren alle nicht in der Lage, in diesem Augenblick. Schockstarre, ja. Ja, also ab und zu lohnt sich da mal richtig rein zu grätschen, finde ich, weil diese Leute verbreiten einen solchen Hass gegen die Religion. Ich kann ihn ja nicht nachvollziehen. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich Atheist wäre, würde ich mich um den Begriff Gott gar nicht kümmern. Ja, das stimmt. Ich glaube ja nicht zum Beispiel an, dass die Erde flach ist, oder? Glaube ich nicht. Wieso muss ich dann mein Leben damit verbringen, zu sagen, die Erde ist rund, die Erde ist, ja, sie ist ja dann rund. Also. Aber ist es nicht fast besser, solche Angriffe zu haben, weil man dann noch etwas zu sagen hat, als einfach eine Gleichgültigkeit? Das ist so. Ich glaube auch, dass die sakramentale Struktur der Kirche, der Kirche, unsere Kirche ist ein Hinweis darauf, warum sie angegriffen wird. Am Schluss geht es doch darum, dass der Mensch selber wie Gott sein will. Ja? Das ist von Anfang an so. Und wenn da eine Kirche ist, die sagt, es gibt Dinge, die sind für dich nicht verfügbar, zum Beispiel die 10 Gebote oder so, dann ist das für den Menschen mehr oder weniger unerträglich und er will das weghaben. Das ist ein bisschen wie die Adoleszenz oder die Kindheit. Ich will jetzt aber selber, und dann sagt der Vater nein. Das ist eigentlich die Beziehung des Menschen zu Gott. Wir sind alle immer verführt dazu, selber der Chef sein zu wollen. Das ist einfach so. Das ist unsere Natur. Das ist die Erbsünde auch. Und deswegen, ich finde das gar nicht so wahnsinnig negativ, angegriffen zu werden. Was wirklich schade ist und was mich viel mehr beschäftigt, ist, wie schwach die Leitung der Kirche oft reagiert auf diese Angriffe. Vor allem ängstlich. Oh mein Gott, ich habe jetzt schlechte Presse. Mein Gott, was ist jetzt so schlimm daran? Also schlechte Presse. In der Zeit, schlechte Presse ist ja eigentlich ein Lob, muss man so sagen. Also, man stellt sich mal vor, der Herrgott käme zu seinem Sohn und sagt, du, ich schicke dich jetzt mal auf die Erde und du musst die Wahrheit sagen, aber ich will keine schlechte Presse. Ja, nein, da kann der Sohn sagen, da bleibe ich doch zu Hause, ne? Bringt ja nichts. Also entweder habe ich die Wahrheit gesagt oder ich habe gute Presse. Muss schon auswählen. Ja? Heute hast du einfach keine gute Presse, wenn du die Wahrheit sagst. Und die beiden News are good news, aber... Nein, die Good News wird ja nicht so verstanden. Ja? Weil die Good News ist ja, dass es eine Auferstehung gibt und dass Gott dich liebt, egal was du tust. Das ist die gute Nachricht. Die schlechte Nachricht ist, du kannst es nicht entscheiden. Und das wollen die Leute nicht hören. Es ist ganz einfach. Das wollen sie nicht hören. Nimm die Gender-Diskussion. Die gute Nachricht ist, du hast einen wunderbaren Körper, einen wunderbaren Leib. Die schlechte Nachricht ist, du kannst nicht entscheiden, was gut ist für dich. Ja, du kannst ihn auch nicht umbauen. Ja, das ist schlecht. Das wollen die Leute einfach nicht hören. Und deswegen gibt es immer Aufstand. Ich würde jetzt gerne hineingehen in deine Geschichte. Wie kam es dann dazu, dass du hören wolltest, was die Kirche zu sagen hat? Was ist passiert, dass du den Marxismus links liegen gelassen hast? Links liegen lassen, ja, wirklich. Was in die Kirche nach Hause gehen. Sehr gut. Was ist passiert? Ich habe einen Freund. Und das ist ein Philosoph, brillanter Kopf, und der hatte immer Benedikt gelesen, also es war damals noch bevor Bischof Papst wurde, also von Ratzinger ein paar Bücher. Und ich habe immer gedacht, der ist doch intelligent, wieso ist der katholisch? Für mich war das ein Widerspruch. Du bist katholisch oder du bist intelligent? Es geht nicht zusammen, ja?
Und dann hat er aber, der war eben intelligent und ging immer in die Kirche und das hat mich gereizt. Und der hat mir von Ratzinger zwei Bücher gegeben, die habe ich gelesen und fand ich so faszinierend, dass ich immer mehr gelesen habe. Und heute kann ich sagen, ich verdanke Benedikt dem 16. meine intellektuelle Rückkehr in die Kirche und meine geistliche Rückkehr verdanke ich einem ganz guten Priester, der mich bis heute eigentlich geistlich berät. Und ich bin nicht so eine fromme Seele. Also ich bete jetzt nicht wahnsinnig viel oder so, ja. Aber ich habe das Gefühl, es hat mich so ganz langsam in die Kirche zurückgeführt, dass ich gemerkt habe, alles, was die Kirche zu relevanten Lebensfragen sagt, ist so viel vernünftiger und so viel tiefer als das weltliche Zeugs, was ich konsumiert habe bis dahin. Man kann eigentlich nicht mehr zurück, wenn man das mal erkannt hat. Das geht gar nicht, weil man hat vielleicht noch Zweifel da und dort. Ich mache ein Beispiel mit dem Begriff der Freiheit. Freiheit wird heute als Entweder-Oder-Konzept verstanden. Entweder bist du frei oder du bist determiniert durch dein Gehirn oder du hast Bedingungen. Du bist bedingt durch die Genetik oder durch dein Geschlecht oder whatever, durch deine Kultur. Und dann diese Diskussion geht ja seit Jahrhunderten zwischen weltlichen Denkern. Der eine sagt doch, der Mensch ist frei und er kann sozusagen über das Gehirn hinaus funktionieren und transzendieren. Die anderen sagen, das ist Metaphysik, das ist der empirische Unsinn, der Mensch ist eben determiniert durch irgendwelche Faktoren, Natur oder so. Und jetzt kommst du ins Mittelalter, ein bisschen weiter vor, zurück, ja, und gehst du zu Thomas von Aquin. Der sagt, Freiheit ist steigender Selbstbesitz. Das bedeutet, du bist bedingt, du bist nie ganz frei, aber du kannst deine Bedingungen transzendieren durch sittliche Anstrengung, sodass du dich immer mehr besitzen kannst, aber eben nie ganz, weil die Bedingungen, die dich zum Geschöpf machen, bleiben bis zum Schluss. Und das einzige Wesen, das sich ganz wirklich besitzen kann, ist Gott. Und dann sage ich mir doch, also ich lese lieber nochmal Thomas von Aquin, als diese langweiligen Philosophen entweder oder zu konsumieren, weil die bringen mich nicht weiter. Hingegen, das ist einfach komplex und komplett und so. Oder der Mensch als Mischung aus Geist und Leib. Damit kommst du viel weiter, um etwas zu verstehen, als diese banalen weltlichen Diskussionen. Immer eine Latte, die noch mal ein Stück höher liegt als du. Ja, und es ist einfach näher am Menschen. Es ist viel näher beim Menschen. Oder die Lust des Tieres und die Lust des Engels wohnen im Menschen, beides zugleich, sagt Thomas von Aquin zum Beispiel. Das erklärt uns ja alles. Die ganze Evolution, die Lust des Tieres und die Lust des Engels, das ganze geistige Leben. Aber das ist beides zugleich, es ist eine Einheit. Und damit kommst du weit, viel weiter als die Esoteriker, die nur auf den Engel gehen, oder die Materialisten, die nur aufs Tier gehen. Du kommst viel weiter mit beidem. Und das habe ich gemerkt und dann seither bin ich eigentlich quasi intellektuell zurückgekehrt in die Tradition der Kirche, ja. Intellektuell und emotional. Was ist die Emot Kirche für dich emotional? emotional ist sie in guten Stunden ist sie meine Verbindung zu Gott, ja. In schlechten Stunden nerv ich mich nur noch. Du dich an dir. An mir, ja, dass ich zu wenig fühle. Ich bin nicht so gefühlig. Also ich sitze oft da in stillen Anbetung und spüre gar nichts. Und mein geistlicher Begleiter hat dann gesagt, ja, lass dich doch einfach von Jesus anschauen, das genügt. Der weiß ja eh alles. Der weiß ja die ganze Jämmerlichkeit. Easy. Und das mache ich natürlich dann regelmäßig. Und das hilft dann schon irgendwann, oder? Ja. Ich wollte dich auch noch was Persönliches fragen. Du bist ja auch Ehemann und Vater. Und ich habe auch ein Interview von dir gesehen, wo du kurz erwähnt hast, dass die Ehe für dich und deine Frau ein großes Glück ist. Das hat mich irgendwie gepackt, weil rund um uns ist ja die Rede von einer ja, Krise, Beziehungskrise. Menschen heiraten nicht mehr. Es gibt keine, also Männer wollen nicht, sind nicht mehr bindungsfähig, Frauen wollen ich auch. Was ist es dann bei euch, was funktioniert? Das ist für mich unerklärlich, ein Wunder. Es ist wirklich fast ein Gottesbeweis, ein bisschen, meine Frau, weil wir sind beide aus sehr zerrütteten Verhältnissen, sowohl familiär als auch biografisch. Wir haben uns relativ spät kennengelernt. Ich war, glaube ich, 29 oder 28, sie war 30 schon. Und wir hatten beide schon aufgegeben, eigentlich, dass wir jemanden finden, mit dem wir zusammen. Und wir waren nicht zu dem Zeitpunkt nicht katholisch. Und haben dann zusammen angefangen, Benedikt-Schriften zu lesen, haben uns zum Teil vorgelesen und sind so eigentlich in die Kirche zurückgekommen oder überhaupt in die Kirche gekommen. Sie ist völlig religionslos aufgewachsen. Also für mich muss ich ehrlich sagen, im Nachhinein ein Wunder. Diese Ehe ist ein Wunder und wir sind jetzt seit 27 Jahren zusammen. Und ich bin so, das ist eine Gnade, diese Ehe für mich.
Und das hat irgendwie, ich kann es nicht wirklich erklären. Ich merke einfach bei Paaren, wo es nicht klappt, ist oft anscheinend der Fehler, dass man denkt, man müsse irgendwie den anderen verändern oder man müsse sich selber quasi, das ist dann, für die ist das wie so eine Aufgabe, als würde man sich selber schon so gut kennen ohne den anderen, dass man sagen kann, was man jetzt genau will. Während meine Erfahrung jetzt eigentlich sagt, wenn du dich einlässt auf die Ehe als völlige Hingabe an den anderen, ich schenke mich dir, dass man sich dann derart verändert miteinander, dass man gar nicht sich wiedererkennt nach ein paar Jahren. Ich bin nicht der, der ich war, als wir uns kennengelernt haben, und sie auch nicht. Und dieses Abenteuer, aufeinander wirklich einzugehen, ich glaube, dass bei den Priesterberufungen und bei der Ehe ist es das Gleiche. Für mich ist das das Gleiche. Natürlich sind es verschiedene Berufungen, aber es ist die gleiche Mechanik. Also ich werde berufen zu etwas, aus mir herausgerufen, und ich bin im Dienst. Und das ist nicht ein Beruf, ein Job. Das ist Berufung, ja. Ich habe das mal in einem Interview gesehen, ich weiß nicht mehr, wer das war, ein Priester, und mal gesagt, ich tue dies und dies und dies, aber ich bin Priester. Und so könnte ich sagen, ich tue sehr vieles, aber ich bin Ehemann oder Vater. Das ist das, was du bist. Und wenn man das so sieht, ist es nicht so, ist man nicht so schnell dabei zu sagen, ich lasse mich jetzt scheiden oder so. Weil das ist ja, das bist du ja. Was willst du dich da scheiden lassen? Also wer dann scheiden lassen, ist quasi wie aus der Kirche austreten. Das geht einfach nicht. Also irgendwie geht das nicht. Und denn, aber man muss es schon beidseitig so sehen. Ich erlebe halt viel in Freundeskreisen, dass das nur einer so sieht. Oder gar niemand sogar. Oder man muss ja sehen, der Begriff der Ehe hat sich völlig banalisiert. Weil Ehe ist, inzwischen ist das ein Vertrag zwischen zwei Personen. That's it. Ja, das ist wieder, damit wir sind ja wieder bei den Sakramenten oder bei dem Ja. Sakramentalen sozusagen, um auch wieder zurückzukommen auf die Anfangsfragen an dich als Kommunikationsberater. Wie können wir, wenn wir zum Beispiel in den Medien sprechen, ja, vor allem zu einem säkularen Publikum, mit welchen Wörtern können wir die Leute so packen, dass sie auch ein Gespür oder zumindest ein Interesse, ein positives Ja. Interesse daran Ja, bekommen? das ist schwierig, aber ich glaube an die Möglichkeit, dass man den Menschen ernst nimmt, der gegenüber sitzt. Also ich erinnere mich an eine Diskussion mit in einem Familienkreis, dass das der Zölibat sei unnatürlich. Und dann habe ich gesagt, es ist so, es ist übernatürlich. Es ist eben nicht natürlich. Ihr habt da schon recht. Und die Ehe übrigens auch, die Ehe auch. Und die eigentliche Sehnsucht, die wir alle in diesem Raum hier haben, ist doch, dass wir über der Natur miteinander gehen können, über die Natur hinausgehen können, ja, über den Tod hinausgehen können, sodass wir nicht vom Tod einfach abgeschnitten werden von allen unseren Liebsten. Das ist doch eigentlich unsere Sehnsucht. Also das Unnatürlichsein ist eigentlich unsere Sehnsucht. Damit stellst du die Dinge quasi wieder auf den Kopf, aber führst sie wieder Aber es ist die zurück, würde ich Wahrheit, das ist sagen. natürlich die Wahrheit, das ist die eigentliche Sehnsucht. Niemand konnte sagen, dass er diese Sehnsucht nicht hat. Er hat sie natürlich. Und dann sage ich, ja, also dann werdet doch jetzt alle katholisch, ne? Das wollten sie natürlich nicht, sie können sie nicht zugeben. Aber sie sind, wenn du natürlich, du musst nicht mit der Moral kommen, das will ich damit sagen. Du musst nicht sagen, ja, in der Bibel steht oder der Herrgott hat gesagt. Vergiss es, das funktioniert nicht. Das ist auch nicht ernst nehmen. Der Einwand ist sehr ernst, das ist nicht natürlich. Ja, es ist nicht natürlich. Es ist viel, viel mehr. Und deswegen ist es gut, weil es mehr ist. Stehe doch dazu. Natürlich ist es nicht natürlich. Ich habe das Gefühl, manchmal haben die wenig Vertrauen in die Lehre der Kirche. Wenig Vertrauen. Ich habe 10 Jahre die Kirche verteidigt und ich habe ein großes Vertrauen gewonnen. Auch zum Beispiel, ich muss sagen, ich hatte bei meinem Arbeitstisch immer den Katechismus daneben. Und wenn ich nicht wusste, weiter habe ich ein bisschen geblättert und dann meistens wurde ich fündig. Irgendwas. Und dann habe ich gemerkt, das ist eine große Weisheit da drinnen, eine große Klugheit da drinnen. Und ich bin eigentlich fast immer besser gefahren, als wenn ich selber was gebastelt hätte oder so. Hast du vielleicht irgendwelche Erfolgserlebnisse sozusagen im Kopf, wo du einen Journalisten irgendwie erreicht hast? Das glaube ich nicht. Nein, Journalisten sind wirklich eine sehr schwere Gattung. Aber ein Erfolgserlebnis war schon, dass ich eigentlich mit der Zeit wurde ich einfach angerufen von denen, was ist jetzt eigentlich katholisch und was nicht. Das wollten die dann von mir wissen mit der Zeit, weil sie wussten, die anderen Diözesensprecher, die schwurbeln ständig und erzählen nicht wirklich oder versuchen irgendwie mit irgendwelchen rhetorischen Kniffs da und ich habe dann immer relativ klar gesagt, das sind die Dokumente, ich würde da nachlesen oder so.
Und das hat, das Erfolg ist es nicht direkt, aber es ist, das war positiv für mich, dass die mich ernst nehmen. Und als ich aufgehört habe in der Diözese, kamen unglaublich viele Mails von unglaublich vielen Journalisten, die wirklich die Kirche hassen eigentlich, ja, die mir geschrieben haben, sie waren immer erreichbar und ihre Informationen waren immer fundiert. Ich danke Ihnen für diese Top-Zusammenarbeit, weil die Kirche versteckt sich immer, ist nie erreichbar. Und wenn man was kriegt, ist es irgendein Geschwurbel. Ja? Keine Klarheit. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass sogar die Kirchenhasser den Unterschied gemerkt haben. Ja? Das hat mich gefreut. Ja. Mich hat auch unser Interview gefreut. Vielen herzlichen Dank. Das war sehr spannend. Ja. Sehr erbaulich auch, muss ich sagen, zum Ende, ja. Ist ein Hoffnungsschimmer oder eine Hoffnung zu wissen, dass vor allem Klarheit und Wahrheit einfach geschieht. Ich danke für die Einladung, denn der wichtigste Satz ist, fürchtet euch nicht. Ja. Genau. Danke. Super.